Getränke, also man ist cool, aber das Problem ist, da kommt man quasi nur über den Zahlschloss rein, quasi. Beziehungsweise hier unten. Brauchst du jetzt halt was? Nee, nicht unbedingt. Das war so gerade so ein Gedanke, dass es praktisch wäre, aber ich kann mir schauen, wie mir das irgendwie. Das ist nicht überlebenswichtig. Schauen wir mal nach. Aber ich kann dir. Achso, ja, jetzt musst du eh einen Vortrag halten. Warum steht da immer unbekannt oben links? Das ist. Hast du auch mal gemutet? Der Biber kennt mal einen Rechner von ihrer Mitbahn. Das ist genau vom Bildschirm. Hä? Der Bildschirm heißt unbekannt. Ich glaube, das ist offen, wenn man das Tool zum Einstellen offen hat. Wenn du das noch offen hast, dann kannst du davon liegen. Da sind wir wieder. Und es ist weg. Es war tatsächlich noch offen. Man kann es nur mehrfach aufmachen. Jetzt sind wir wieder vollständig? Nee, der hat sich noch verlagert. Ja, dann fange ich einfach an, weil ich bin vom Zeitplan schon ein bisschen hinten dran. Und beim nächsten Mal machen wir mehr Pausen, haben wir mehr Möglichkeiten, den Zeitplan, der auf dem Papier steht, weil man noch zu synchronisieren. Ja. Ich habe mir dann morgen die Vorstellungsrunde verpasst, also wer mich nicht kennt, ich bin Florian Bohr. Bin bei dem Open Weather Projekt, was ein ganz, ganz tolles Projekt ist, um Leute zu verwirren. Schon seit vielen Jahren aktiv und gebe heute mal so eine kleine Einführung. Ich habe mich da ernsthaft schwer getan, überhaupt anfangen, weil ich habe es mit Leuten zu tun, die sich ja prinzipiell mit so Dingen oder ähnlichen Dingen oder vielleicht sogar so mit Open Weather schon mal beschäftigt haben. Ich habe mich darauf beschränkt, mir wirklich grundlegende, einfache Einführungen zu machen, mit der Option, an ein paar Stellen in komplexe Bereiche abzutauchen, aber das ist vielleicht eher was, was man auch mal vielleicht in der weiterführenden Veranstaltung oder später in der Diskussion noch vertiefen kann. Gerade Leute, die Open Weather schon mal verwendet haben, die werden sehr schnell wieder auf Leute gestoßen. Oh, da hat er überhaupt noch nichts davon erzählt. Da geht auch dies und jenes. Ja, das ist ein typisches Problem mit Open Weather. Da geht sehr, sehr viel. Man hat also auch unwahrscheinlich viele Dinge Einfluss, wenn man Open Weather verwendet. Und ja, wir schauen uns einfach mal so ganz grob drüber. Das geht. Ganz grundlegend, das Open Weather ist ein sehr, sehr flexibles Werkzeug, das vor allem aus einer sehr großen Wissensbasis besteht. Wissensbasis heißt über Geräte. Was für ein Kernel hätten die gerne, was für Schnittstellen haben die, was für Ladeadresse hat der Ruhe, hätten die gerne für ein Boot oder was weiß ich. Diese Beschreibungen von den Geräten sind simple Textdateien, die einfach zu lesen sind, kein XML involviert.
das ist bei euch mal Weltnis sehr einfach menschenlesbar gehalten. Merkt man daran, dass es das Lesen von der Maschine, sprich das Parsen von sämtlichen Konfigurations- und Beschreibungsdetails nicht angedauert. Das ist einer der, zumindest der Seiteneffekte. Zum anderen hat OpenWelt eine große Wissensbasis über Software. Wo bekomme ich die Software her? Wenn ich dann wirklich welche Patches an oder Patches, die ich für eine bestimmte Architektur brauche oder Patches, die ich für ein bestimmtes Gerät brauche, Linux-Kernel zum Beispiel, ein Vanilla-Kernel oder ein Patch für ein Gerät. Und solche Informationen sammelt OpenEmbedded in einer standardisierten und sowohl Menschen- als auch maschinenlesbaren Form an. Man kann die Wissensbasis auch manuell verwenden. So, ich habe ein Programm, dafür gibt es eine Beschreibung für OpenEmbedded, da kann ich gucken, was braucht denn da sonst noch, wovon hängt denn das ab. Weil das sind Informationen, die OpenEmbedded in seinen BitMake-Files, die sind die Beschreibung für die Software, einfach sammelt. Ja, prinzipiell dient es vor allem dazu, Binaries zu erzeugen für verschiedene Zielgeräte. Und das möglichst ohne, dass der Benutzer, der in aller Regel vielleicht ein Entwickler für ein Projekt ist oder einfach nur eine Software zusammenstellt für sein neuestes Gadget oder so, ohne dass der also tief weiß, ist, wie funktioniert so eine Toolchain, wie baue ich mir selbst eine Toolchain, um für irgendein Zielgerät was zu kompilieren, wie packe ich diese Software sinnvoll in Portionen ein. Zum Beispiel brauche ich auf einem kleinen Mobiltelefon ein winziges Display, üblicherweise kleine Man-Pages. Die sind zwar schön zu haben, wenn ich zum Beispiel so ein kleines Mini-Laptop habe und da gerne mal irgendwelche, was zu einem Kommando nachschreibe, auf dem Telefon brauche ich die zum Beispiel nicht. Oder auf einem NAS-Storage-Gerät brauche ich die üblicherweise auch nicht. Das heißt, man kann solche Sachen selber abpacken und das sind etwa Informationen, die in der Wissensbasis von OpenEmbedded drinstehen. Jo, das Projekt an sich ist, kann man ja immer sagen, sehr aktiv und es ist ein absoluter Selbstläufer. Das heißt, da steht keine große Firma dahinter, die irgendwas macht und ständig eine Community motiviert. Das geht bei OpenEmbedded erfreulicherweise sehr schön von alleine. Wir sind durchaus inzwischen ein paar sehr große Firmen involviert, die vor allem sehr intensive OpenEmbedded-Anwender sind, aber auch durchaus einen erheblichen Teil der Entwicklungsarbeit inzwischen übernehmen. Aber es gibt keine OpenEmbedded-Firma, die dieses Projekt irgendwie pusht oder pushen muss. Einer der Vorteile ist es, in der Gründerin sein, es ist sehr, sehr einfach, das dafür zu machen. Ich brauche keinen irgendwie Software-Entwickler zu sein, der eine bestimmte Sprache kennt oder so, sondern so eine Beschreibung von der Software, die kann ich eigentlich machen, wenn ich eine Kurzanleitung gelesen habe und GCC verwenden kann. Configure, make install, das kriegen die meisten Leute ohne eine großartige Sprache oder sonst was zu beherrschen. Ja. Binaries erzeugen, wichtigste Aufgabe. Das muss nicht unbedingt ein einzelnes ausführbares Binary sein, das sind üblicherweise Software-Pakete, Content Devices, Deep Images, die üblicherweise so im embedded Mobilbereich eingesetzt werden, einfach komplett fertig vorinstalliert, vorkonfiguriert sind und einfach als komplettes Stück auf die Geräte geflasht werden. Zusätzlich kann man sehr schön konsistent dazu Toolchains, Cross-Toolchains, komplette SDKs und zusätzliche native Tools, die man möglicherweise auf seinem Entwicklungs-PC braucht, drauf sind oder Bibliotheken drauf sind, die schon toll von der Toolchain sind, für die man oder mit Hilfe von denen man Software macht. Zum Beispiel schreibe ich mal eine GTK-Anwendung, dann hätte ich gerne nicht nur eine native Toolchain, sondern eine Toolchain, die auch die GTK-Library-Keller hat, in der Architektur von dem Zielsystem, dass ich meine Applikation dafür übersetzen kann und ich erstmal vorher schauen muss, wie ich meine Cross-Toolchain-Library reinkriege. So Architekturen. Die werden diverse unterstützt, mehr oder weniger gut. Gerade so im Embedded-Bereich
Und bei Mobilgeräten ist ARM vor allem sehr verbreitet, also die gesamten ARM-Architekturen sind so die, das Aushängische, die Referenz, die sind am besten getestet, die werden am meisten verwendet. Aber man kann durchaus sehr gut also auch für andere Architekturen machen. So, also etwas eher Exoten wie Blackfin und Spark, das sind die Möglichkeiten etwas begrenzt, aber zum Beispiel CloudPC und Wips als Targets, das ist durchaus schon recht gängig und wird durchaus häufiger verwendet. Ja, es gibt diverse Mechanismen, um eine gewisse Qualitätssicherung von den Zielpaketen zu machen. Zum Beispiel mit einem Open Wallet ein Binary in die Ohren hauen, wenn plötzlich in einem Paket, was eigentlich für ARM gedacht ist, plötzlich mit 86 Binary gelandet. Kann durchaus mal passieren, wenn irgendein Build-System, Makefile, Autotools, die von irgendeiner Software missbaut, können solche Sachen passieren. Also für so eine Handvoll wichtige grundlegende Überprüfungen von den Resultaten kann das Open-Wallet selbst sorgen. So als kleines Beispiel, so, wir haben die Größenordnung, die 7000 Paketbeschreibungen, also Softwarebeschreibungen. Ich glaube, die Zahl ist in den letzten Wochen etwas rückläufig gewesen, weil Leute massiv aufgeräumt haben. Aber das ist so eine Größenordnung und da sind also nicht nur Sachen drin, die man so üblicherweise aus dem Embedded-Bereich kennt, sondern auch irgendwie größere Softwarepakete wie Firefox und GIMP und Konsorten. Moment, sind wir bei Beschreibung von rund 300 Geräte angekommen, wobei da garantiert deutlich mehr unterschiedliche Geräte in irgendeiner Form mit verwendet werden. Das ist Gerätebeschreibung ist üblicherweise eher spezifischer Teil, wie gerade Firmen, die sowas einsetzen, die sind nicht unbedingt da zu committen, weil der Prozentsatz der Leute, die damit was anfangen können, eher gering ist. Ganz grundlegende Konzepte. Es gibt einmal das OpenWallet selbst, das ist quasi ausschließlich die Wissensbasis. Und es gibt ein Tool, das diese Wissensbasis auswertet, das ist Bitbag. Bitbag ist tatsächlich ein, sagen wir mal, sehr nahes, aber separates Projekt. Das ist quasi ein Task-Executor, der kann auch für andere Zwecke verwendet werden, das geht durchaus. Fällt mir eines gerade kein konkretes Beispiel zu ein. Also das ist, die Leute, die Bitbag machen auch OpenWallet umgekehrt. Insofern ist das schon eine sehr direkte Verbindung da. Das wird schon relativ speziell für OpenWallet entwickelt und ausgebaut. Beschreibungen haben wir Packages für Software, die Geräte, wie erwähnt, und als wichtige weitere Klasse für eine Art Charakteristika, was eine Distribution ausmacht, also im Grunde genommen so. Was für Paketformate möchte ich verwenden? Für OPDRG, das ist so gängig für so embedded Mobilgeräte. Man kann auch RPMs und DB-Pakete bauen, mehr oder weniger gut. Man kann die festlegen, was für Toolchains verwende ich, für welche Art von Hardware zum Beispiel zentral. Das ist mehr so eine Entscheidung, die quasi die Distribution trifft. Oder was für Features möchte ich überhaupt generell anbieten. Zum Beispiel möchte ich überhaupt irgendwelche Pakete haben, wo Support ist für PCI oder für X2. Das sind solche Charakteristika und Merkmale, die ich als Distribution festlegen kann. Das kommen wir gleich nochmal dazu, das taucht an anderen Stellen nochmal auf, dass es so was Customizing angeht. Zum Beispiel Bootsflash ist auch zum Beispiel so was typisch distributionsabhängig ist. Ich möchte vielleicht ein Bootsflash auf Geräten mit Bildschirm haben, die das Logo von meiner Distribution anzeigen und solche Dinge. Das sind so die ganz grundlegenden logischen Bausteine, wie die Dinge unterteilt werden. So eine der wichtigen Grundregeln ist üblicherweise, es wird wirklich alles aus Ressourcen gebaut. Das heißt, ich konfiguriere mein OpenWallet für ein ARM-Gerät und lasse das OpenWallet loslaufen. Das OpenWallet sieht, oh, du bist auf einem x86 PC, das Ziel ist ein ARM, da brauche ich eine Cross-Toolchain.
Die Cross-Toolchain ist in Form von Rezepten beschrieben. Da stehen die Abhängigkeiten drin und so fängt OpenEmbedded an, die Dinge erstmal die Quelle runterzuladen für die entsprechenden Teile, die es für die Toolchain braucht. Möglicherweise noch zusätzliche Werkzeuge, die es braucht, um die Toolchain tatsächlich zu übersetzen und solche Dinge. Also insofern ist das ist so eine der Grundpfeiler, es sind alles aus und zu außen gebaut. Es ist wie immer bei OpenEmbedded, es gibt da auch Ausnahmen, man kann auch Dinge, es gibt eine Handvoll Dinge, die als gegeben vorausgesetzt werden in dem Ausgangssystem. Und man kann das als Benutzer natürlich auch manuell etwas als vorhanden markieren. Das ist klassisches Beispiel Perl. Für manche Sachen brauche ich einen Perl-Interpreter zu machen, für manche Bildsysteme brauche ich einen Perl. Dann kann ich dem OpenEmbedded sagen, okay, geh davon aus, ein Perl ist vorhanden. Ansonsten geht OpenEmbedded hin, guckt nicht auf den Perl da, sondern nimmt sich die Perl-Sourcen und kompiliert sich erstmal sein eigenes Perl. Das ist eine Sache, da geht es vor allem darum, etwas die Performance zu optimieren. Das ist der wichtigste Grund, warum man Dinge als gegeben voraussetzt. Flexibilität, Anpassbarkeit, das ist, wie schon angedeutet, bei OpenEmbedded so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Es ist auf der einen Seite, was das angeht, ein ganz tolles Werkzeug. Auf der anderen Seite, das sehen wir gleich schon, diese vielen Möglichkeiten, diese vielen Optionen, die OpenEmbedded bietet, machen den Einstieg alles andere als leicht. Der Einstieg in OpenEmbedded ist nach wie vor etwas steinig. Zum einen hat das was mit der Komplexität von OpenEmbedded an sich zu tun, auf der anderen Seite auch mit der Komplexität von dem ganzen Problem. Ich meine, da geht es letztendlich darum, so ein Image zusammenzubauen für so ein gängiges Gerät. Da geht es um zig Millionen Zeilen Source Code, die übersetzen müssen. Funktioniert irgendwo irgendwas nicht? Fliegt einem das irgendwo um die Ohren und dann stellt sich die Frage, warum? Und diesem Warum hinterher zu gehen, ist mitunter etwas mühselig. Ganz kurz wegen für den Einstieg. Es macht Sinn, auf möglichst gängiger Hardware aufzusetzen. Das heißt, es ist einfacher, wenn ich auf einem normalen x86-PC mit einem 32-Bit Userland loslege, als auf einem Power-PC oder auf einer MIPS-Maschine mit einem 64-Bit Userland. Wobei MIPS als, ich glaube MIPS, ich weiß nicht, ob MIPS als OpenEmbedded Host schon mal jemand ausprobiert hat. Aber es ist egal, wo man anfängt, also je einfacher die Umgebung ist, also gängiges System, gängige CPU, eine gängige Distribution macht die Sache einfacher. Bitte? Das hat vor allem was mit dem Bildsystem von der einzelnen Software zu tun. Da funktioniert irgendwas nicht. Also ich hatte das vor kurzem durchexerziert, mal als kleines Beispiel. Ich baue ein sehr komplexes Target, das sind irgendwie so ein kompletter Feed für eine Distribution. Die baut komplett durch auf einem PC mit einem 32-Bit User und einem 32-Bit Kernel. Gut, ich exakt denselben Rechner, exakt derselben Konfiguration mit einem 64-Bit Kernel. Gibt es schon zwei Ausfälle. Eigentlich sollten der laufende Kernel mit dem, was da im User dann passiert, nicht die Bohne zu tun haben. Aber solche Sachen gibt es. Diese Ausfälle sind bei GMP und UT. Wenn ich UT versuche, für den x86 nativ zu übersetzen, was passiert da? Um Tools zu bauen, die das QT benötigt, zum Beispiel entwickeln braucht, dann schaut das tatsächlich nach dem installierten Kernel und schließt anhand von dem Kernel darauf, was da für ein Userland installiert ist. Das geht davon aus, dass ein 64-Bit-Kernel oder ist auch ein 64-Bit-Userland. Das haut nicht hin.
Die Annahme ist nicht unbedingt richtig. Die ist zwar meistens richtig, aber die ist nicht immer richtig. Und das sind solche Kleinigkeiten, die einem das Leben ernsthaft schwer machen können. Das heißt, wer sich das Leben nicht unmöglich schwer machen will, gerade als Anfänger, der nimmt sich einfach an 0815 PC. Gar keine gute Idee, virtuelle Maschinen, vor allem wegen Performance. Ist zwar sehr schön, gerade wenn man Neuling ist, gerade so im Linux-Umfeld ist und im Büro sitzt in der Firma und da so ein Linux-PC hat und schnell mal mit einer virtuellen Maschine macht. Es geht, aber es ist langsam. Oder was auch etwas problematisch ist, je nachdem, was man für ein Dateisystem darunter hat. Also auf NTFS ist gar keine gute Idee, habe ich schon gesehen, haben Leute versucht. Hat die merkwürdigsten Effekte gegeben. NFS geht generell, nur manchmal nicht. Also, es ist schön standard, einfach, lokale Festplatten, normaler PC, macht die Sache einfach. So. Was wir jetzt hier nicht durchgehen, ist so dieses, wo bekomme ich die ganzen die Sachen her, wo lade ich die runter. Dafür gibt es die Webseite des Getting Started, Wiki, das wird schön regelmäßig aktualisiert. Da steht drin, wie komme ich in das Open Reddit Repository, typischerweise über Git. Das kann ich da auschecken. Inzwischen gibt es Release zum Runterladen, aber der übliche Weg ist, man checkt sich das Ganze aus dem Git aus. Man lädt sich das Bitbake runter, es gibt zwar zwischen Bitbake in verschiedenen Distributionen drin, aber das ist üblicherweise ziemlich grauselig veraltet. Dann, das ist so der ganz Punkt, ja. Hinreichend Datenbots, und wie viel sprechen wir da, wie viel Gigs? Also ich würde unter 10 Gig frei nicht anfangen überlegt. 20? Ja, es macht schon Sinn, da manchmal, das kostet heutzutage, ich weiß nicht, ich mache jetzt auf dem Laptop auch mal mit der externen Festplatte. Externe USB-Festplatte ist auch nur mäßig optimal. Notebook prinzipiell gar nicht schlecht. Moderne Notebook-CPUs kompilieren erstaunlich fix mit man so. Also die haben immer viel Cache vor allem, das macht sich gut bemerkbar. Mit externer Festplatte des USB merkt man schon recht deutlich. Also dadurch, dass man es da mit sehr vielen kleinen Dateien hat und viel Dateischieberei zu tun hat, machen sich also solche Sachen mit der Performance bemerkbar. Also so ganz grundlegend kann man sagen, also wenn man wirklich Spaß haben möchte, wichtigste ist Speicherbandbreite. Richtig viel Speicherbandbreite haben. Ordentliche Maschine mit DDR3-RAM auf jeden Fall und nicht zu knapp Speicher ist immer das Wichtigste. Eine schnelle Festplatte macht sich auch sehr positiv bemerkbar. Ja. So die ganz grundlegende Installation der Tools, das ist auch wirklich Git-Tree auschecken und Bitbake-Release runterladen und installieren. Das sind für Entwickler eher Trivialitäten. Das ist bei der Konfiguration fängt dann der wirklich spannende Teil an. Wenn ich mir das OpenMath an sich runtergeladen oder ausgecheckt habe, bekomme ich einen Verzeichnisbaum. Der hat so eine ganz gewisse Grundordnung, die einen durchaus interessieren kann. Also es gibt ein Konf-Verzeichnis, das sämtliche Dinge, die zur Konfiguration dienen, angefangen von den zentralen Konfigurationsdateien von OpenMath selbst, über Dateien, die die Distributionen spezifizieren, das sind auch ein Teil der Konfiguration, und über die Geräte. Und unzählige Include-Dateien, die wiederum die quasi Features haben, die in einer Datei festgelegt werden und von mehreren anderen Beschreibungen verwendet werden. Dem Dokumentationsverzeichnis hat es im Moment, soweit ich weiß, nur das Handbuch drin. Das kann man sich selbst in aktueller Form kompilieren, das ist nützlich. Wenn auch, es könnte besser sein. Es sind so ein paar Kapitel da drin, die etwas dürftig ausfallen, die ein bisschen ausgebaut werden könnten. Aber es ist nicht der Zuwachs, das Handbuch ist hilfreich.
im Recipes-Verzeichnis, da sind dann letztendlich die Beschreibungen für die Software drin. Das ist so strukturiert, dass man möglicherweise für die verschiedenen Software Unterverzeichnis hat, was heißt ich ja, für Firefox dann Unterverzeichnis, und in dem Firefox Unterverzeichnis hat die Beschreibung drin für verschiedene Versionen Firefox. Das ist, die werden üblicherweise nicht tiefer verschachtelt. Das hat auch was mit der Konfiguration zu tun, weil wenn man das wiederum machen will, dann muss man an anderen Stellen die Konfiguration eingreifen, dass die Dateien auch gefunden werden. Letztendlich haben wir noch das Classes-Verzeichnis. Die kann man sich tatsächlich vorstellen wie Klassen im objektorientierten Sinn. Das heißt, da habe ich mit Recipes meine Kochrezepte und die können eine bestimmte Eigenschaft erben. Ich habe da irgendeinen Kuchen und der erbt irgendwie, keine Ahnung, die Mürbeteig-Klasse. Und naja, okay, die Software-Technik sind vielleicht das beste Beispiel, Autotools. Es gibt eine Autotools-Klasse, die quasi alles das tut, was ich brauche, um mit ein Stück Software zu cross zu kompilieren, was Autotools verwendet. Das heißt, ich habe eine Beschreibung dann für ein Stück Software, das heißt, da steht dann einfach nur drin, inherit Autotools, und da tut es das, was man erwartet. Und im erstaunlichen Teil der Fälle funktioniert das sogar. Das heißt, man bekommt also eine Softwarebeschreibung für eine Software, die Outputs verwendet, eine Handvoll Zeilen. So. Vielleicht ein bisschen unschöner Punkt, weil das ist, dass die Konfiguration nicht zu 100% in Dateien stattfindet, sondern dass man immer noch ein bisschen an den Umgebungsvariablen arbeiten muss, um loslegen zu können. Das ist zum einen das Bitdeck, das man gedenkt zu verwenden, muss man im Pfad haben. Das ist die eine Sache, die üblicherweise dazu kommt, aber üblicherweise nicht das Bitdeck verwendet, was mit der Distribution mitgeliefert wird. Und man, je nachdem, was man alles mit OpenBedded macht, auch verschiedene Bitdeck-Versionen braucht. Benutze ich zum Beispiel einen älteren stabilen Branch, brauche ich dafür möglicherweise eine passende Bitbag-Version dazu. Das heißt, es ist relativ üblich, dass man das Bitbag letztendlich nicht im normalen Pfad installiert hat, sondern es irgendwo liegen hat und dann über die Einstellungen im Pfad zwischen verschiedenen Bitbag-Versionen mal umwechselt. Die zweite Sache ist der BigPass ist im Grunde genommen durchaus analog zu dem Suchpfad für Binaries. Ein Suchpfad für Teile vom OpenBedded. Und den setze ich zumindest mal fürs absolute Minimum auf mein Arbeitsverzeichnis. Also in diesem Fall ist das StuffBuild. Das ist mein Verzeichnis, in dem arbeite ich. Da liegen meine eigene Konfiguration drin. Da sage ich dem OpenEmbedded, für welches Gerät möchte ich den bauen, welche Distribution möchte ich bauen und ähnliche Dinge. Und da werden die temporären Dateien abgelegt, werden die Resultate abgelegt. Und zum Zweiten, das Verzeichnis, in dem sich mein ausgechecktes OpenEmbedded befindet, die muss ich auf jeden Fall gesetzt haben. Und es gibt noch eine Handvoll anderer Dinge, die eventuell Sinn machen, aber das sind die für den Anfang relevant sind. Ja, so Dinge wie LD Library Path oder LD Preload sind nicht ganz ungefährlich bei Verwenden von OpenEmbedded, aber die sind möglicherweise nicht gesetzt. Genau, unser Arbeitsverzeichnis, das haben wir jetzt hier mal StuffBuild genannt. Darunter gibt es im Unterverzeichnis Conf. Da liegen meine Konfigurationsdateien drin. Das ist im einfachsten Fall nur eine, das kann aber durchaus aufgeteilt auf mehrere sein. Darin gibt es möglicherweise ein Arbeitsverzeichnis Temp. Kann man natürlich nennen, wie man mag. Das muss man nur den OpenBedded entsprechend teilen. Üblicherweise
habe im einfachsten Fall eine Datei unter Conf. Aber das ist so eine ganz grundlegende Open-Embedded-Regel. Eine Konfigurationsdatei ist üblicherweise in der Unterverzeichnis Conf. Das identifiziert Konfigurationsdateien zu einem gewissen Maßstab. Das heißt, in meinem Bildverzeichnis habe ich Unterverzeichnis Conf, habe da letztendlich mindestens eine Local-Conf, die mein lokalen Bild oder meine lokale Konfiguration darstellt. Das macht durchaus Sinn bei gerade etwas komplexerem Setup oder im Zusammenhang mit Automatisierung und Werkzeugen, um solche Bildsplitter nicht interaktiv anzustoßen, das Ganze in mehrere Dateien aufzuteilen. Das wollte ich nur erwähnt haben. Das können wir uns nachher mal in dem Beispiel, so wie ich das hier als Konfiguration hier auf dem Laptop zum Beispiel verwende, mal im Detail auch angucken. Minimal Local Conf. Die Dateien sind alle aufgebaut primär als simple True-Value. Es gibt durchaus noch quasi Implementierungen, die man darin machen kann. Braucht es jetzt am Anfang nicht zu interessieren. Da steht im einfachsten Fall, wo finde ich meine Kochrezepte? Das ist die BB-Files-Variable. Die Distro legt die Distribution fest, die wir bauen. Minimal ist eine Distribution, die quasi möglichst wenig festlegt. Und immer die letzten Dinge benutzt, die im Open-Embedded drin sind. Der Klassiker, was Open-Embedded angeht, sind Angströmdistributionen, die jetzt auch in mehreren Versionen vorhanden ist. Da legt die Distribution mehr Dinge fest. Da gibt es mehr Versionen, die zum Beispiel festgehalten werden. Das ist eine Sache, die kann die Distribution relativ gut machen. So, ich hätte jetzt gerne die Version 3.5.1 von Firefox und die Version 4.4.5 von GCC und so weiter. Das sind Sachen, die Distribution festlegen kann und wo man auch, wenn man tatsächlich eine eigene Distribution macht oder an Distribution was verändert, intensiv mitarbeitet. Ist, dass man Versionen festpinnt auf eine bestimmte oder Software-Versionen festpinnt auf bestimmte kompatible Versionen und nicht jede Library funktioniert mit einer bestimmten Applikation zusammen, umgekehrt. Da geht es immer wieder in Kompatibilitäten und wenn man eine stabile Distribution festzurrt, dann macht man im Grunde genommen zum ganz erheblichen Teil genau das. Der letzte wichtige Punkt, den man Open-Embedded braucht, die Maschinen, das ist mein Zielsystem. Das muss ich festlegen. Daher bekommt das Open-Embedded die Informationen, wie sieht denn meine Zielplattform aus, was ist das für eine Architektur, was für ein Kernel muss ich dafür haben und solche Dinge. Aber im einfachsten Fall kann tatsächlich die Konfiguration so klein sein, können wir nachher schauen wir nachher auch nochmal drauf, wie es in der Realität aussieht, weil da kann man auch durchaus eine ganze Menge andere Dinge tun. Zum Beispiel Dinge festlegen, die den lokalen Rechner betreffen. Wie viele Compiler kann ich gleichzeitig starten oder wie viele gleichzeitig arbeitende Threads von Gitbag können arbeiten. Also das Gitbag kann in mehreren Threads arbeiten, kann mehrere Threads verfolgen. Und gerade so was moderne CPUs mit mehreren Cores angeht, kann man damit deutlich besser ausnutzen, indem man von diesen unterschiedlichen Cores auch Gebrauch macht mit diesen Mechanismen. Die Frage, woher weiß man, was jetzt bei einer bestimmten Maschine oder Distro reingebaut wird? Das ist zunächst mal kann man das einfach als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Tut man als Entwickler natürlich nicht. Was hier hintersteht,
im Grunde genommen ist auch eine Conf-Datei. Was weiß ich, da gibt es dann passend dazu in dem OpenML-Verzeichnis ein Conf-Distro und da gibt es dann eine Minimal-Conf. Und in der sind diese ganzen Dinge, wie diese gesamten Charakteristika festgelegt. Die sind nicht unbedingt, also man muss das nicht jedes Mal alles neu schreiben, sondern man kann in diesen Dateien dann auch wiederum andere inkludieren. Mhm. Zum Beispiel gibt es zentral in OpenML gepflegt eine Beschreibung für eine saubere Toolchain. Mhm. So funktionierende Compiler, Compiler libc, Binutils-Version. Das muss nicht unbedingt jede Distribution für sich machen, sondern da kann sie auf so ein gemeinsames Ding zurückgreifen oder dieses Ding als Basis nehmen und da wieder quasi Parameter davon überschreiben und so weiter. Das ist mit den Geräten im Grunde genommen genauso gleich. Also auch die. Ich sehe sogar hier die umgekehrte Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel ein OpenML 1 und will dann eine 206. 34 Kanäle drauf haben. Wie finde ich raus, welche Distro und Maschine ich dafür einstellen muss? Der Kernel, der für die Geräte verwendet wird, das ist nochmal eher ein Teil von der Gerätebeschreibung. Das funktioniert so, dass ich zum einen in den Beschreibungen für die Kernel eine Markierung drin habe. Das Ding ist jetzt kompatibel zu Gerät XY. Zum einen, das heißt, darüber kann das OpenML alle anderen ausschließen. Was ich dann in der Beschreibung vom Gerät habe, meine Kernel-Beschreibung, die heißt jetzt zum Beispiel Beagleboard, hat dann also zum Beispiel Linux OMAP zum Beispiel. Die Beschreibungen, dann habe ich die Möglichkeit, zu einmal da einen Vorzug festzulegen. Das heißt, was weiß ich, ich weiß jetzt, dass 2635 funktioniert, da kann ich sagen, ich bevorzuge die Version 2635 und wenn der Anwender dann gerne eine andere hätte, dann kann er dann, das ist dann das Schöne, was man dann in der Local Conf hat, sagen kann, nee, ich hätte gerne bitte mal die Version 2636 von Linux OMAP. Das sind solche Dinge, die wandern dann in die Konfiguration vom Benutzer. Das heißt, das ist an ganz vielen Stellen so, dass an irgendeiner Stelle das System als Ganzes eine Vorgabe macht und man als Benutzer an irgendeiner Stelle oder als Entwickler von dem entsprechenden Bild sagt, okay, aber ich hätte jetzt doch gerne diese. Die Gerätebeschreibung, die sind im Grunde genommen ähnlich aufgebaut wie die Distribution, das ist irgendwie Charakteristika beschrieben. Und es existiert auch eine ganze Sammlung von Dateien, die Parameter enthalten, die man für jeweils die ganze Gruppe von Geräten braucht. Zum Beispiel für die verschiedenen CPUs. Es gibt dann einen Include für die OMAP-3s zum Beispiel. Und da steht dann drin, das ist ARV7A-Architektur und gibt schon mal einen Hinweis, das möchte möglicherweise ein OMAP sein und solche Dinge. Letztendlich, wenn ich mein OpenML konfiguriert habe, was wie gesehen tatsächlich im besten Fall der Handvollzahlen sind, habe ich diverse Ziele zur Auswahl. Ein Ziel ist auch ein Stück Software, das ist auch ein BB-File in dem Recipes-Verzeichnis. Die liegen üblicherweise in dem Unterverzeichnis Meta oder Images dran, je nachdem was es ist. Ich kann natürlich quasi jedes Stückchen Software für sich bauen, ganz unabhängig davon. Aber im Allgemeinen will man doch als allererstes mal so ein quasi finales Target bauen. Das könnten verschiedene Widgets sein. Gerade sehr praktisch, wenn man irgendwie mit neuer Hardware anfängt zu experimentieren, dass man überhaupt mal was zu experimentieren braucht. Und in den RAM erst Image. Typisches kleines Init-ID-Image. Minimal-Image, das ist so die super kompakte Version von einem aber schon normalen Dateisystem.
Da reden wir so die Größenordnung, also bei so einem Minimal-Image, da komme ich mit einem 8MB-Flash aus für Bootloader, Kernel und Dateisystem. Das geht durchaus. Das ist durchaus machbar, ohne da sich irgendwie großartig noch zu verbiegen. Das Konsole-Image ist auch ein sehr gängiges Target, das ist halt ein schon größeres Dateisystem, wo man so die wichtigsten Tools mit dabei hat, die man so wie gesagt, auf der Konsole verwendet. X11GPI-Image, das wäre so die Variante, wenn man mit GTK irgendwas machen will. Der findet da ein kleines Image, das ein X11 hat und GTK und eine Handvoll GUI-Komponenten. Die Liste könnte man lange fortsetzen, weil Images gibt es inzwischen doch eine ganze Menge an Beschreibungen. Das Nass-Server-Image ist vielleicht noch ganz nett, weil es doch zunehmend irgendwie Storage-Geräte gibt, die leicht zu bekommen, die sehr günstig sind und die eigentlich ein perfektes Opfer für offene Wendedateisysteme sind. Ist erstaunlicherweise ziemlich vernachlässigt worden. Also das Nass-Server-Image ist auch schon sehr, sehr rudimentär. Aber prinzipiell sind solche Geräte eigentlich ein ideales Anwendungsfeld für OpenEmbedded. Und wer einfach mal sich irgendein Gerät zulegen will, der schnell irgendwas machen will, so NAS-Geräte wie so Seagate Dockstar oder sowas, die kriegt man inzwischen ab 20 Euro nachgeworfen. Die kann man sich im Laden in die Ecke holen und hat eigentlich eine schöne Entwicklungsplattform für Linux- und Embedded-Geräte. Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus, weil letztes Mal ich verzweifelt irgendwelchen Geräten hinterhergelaufen, wo entweder irgendwelche Leute mit viel Aufwand Linux draufgebracht hatten, oder die zufälligerweise unter Linux liegen, man wusste das, man kam irgendwie dran. Heutzutage hat sich da wirklich schon ein bisschen was geändert. Also man kann also einen durchschnittlich sortierten PC-Hardware-Laden sich irgendwelche erweiterte Linux-Geräte, also gerade so im Netzwerkbereich wie Router oder NAS-Server oder sowas kaufen und kann auf Basis von denen mit Linux-Erfahrungen sammeln und da auch für Dinge entwickeln. Ein Nicht-Image-Target, was vielleicht sehr interessant ist, wie der Toolchain. Das baut mir eine installierbare Cross-Toolchain. Das Resultat bei dem Ding ist einfach ein großes Tag-Archiv. Das kann ich mir von einem PC zum nächsten kopieren, da auspacken und habe dann eine Standalone-Toolchain, unabhängig von OpenEmbedded. Man kann diesen Toolchain auch dann verwenden, um Software für meine Geräte zu kompilieren. Es ist nur mäßig zweckdienlich zu versuchen, quasi die Software direkt mit Open Embedded zu entwickeln und zu kompilieren. Es gibt nicht, also Leute, die haben das schon versucht, quasi jedes Mal, wenn man irgendwas, eine C-Datei geändert hat, die mit Open Embedded übersetzen zu lassen, da ein neues Paket drauf zu bauen und das zu installieren. Das ist nicht so sonderlich effizient. Das ist der übliche Weg, man möchte einfach eine eigene Toolchain haben, die Toolchain irgendwo installieren, die möglicherweise in Verbindung mit seiner IDE verwenden, wenn man eine verwendet. Damit habe ich dann einfach einen schnellen Weg, ein einzelnes Stück Software für meine Zielplattform zu kompilieren. Und diese Sachen, hält OpenEmbedded, wenn man das korrekt verwendet, sehr schön konsistent. Also ich kann einen sehr einfachen Weg dann einen Toolchain haben, ein Dateisystem für ein Gerät und diesen konsistent. Habe ich in der einen Version GDC 233 irgendwas drin, dann habe ich die in der Toolchain auch. Ähnliches wie mit Compilern, das ist das OpenEmbedded hat GDC 4.4 verwendet zum Kompilieren von den Binaries für das Image. Da kann ich auch denselben Compiler in meiner installierbaren Toolchain haben und habe damit eine sehr konsistente Entwicklungsumgebung. Ich muss diese Dinge nicht separat pflegen. Denn auf sowas kann man sehr, sehr viel Zeit verschwenden. Das ist eine Sache, die alles OpenEmbedded abnimmt. Das ist einer der wirklich großen Vorteile vom Einsatz von OpenEmbedded, dass man sehr leicht viele Dinge konsistent halten kann und auch aktuell halten kann. So dann der Bedarf besteht. Gibt es da diesen Toolchain-Bereich noch mehr, so mit den SDKs? Ja, das ist das Meta-Toolchain-Target ist quasi so eine rudimentäre, nackte Toolchain. Mhm. Und da gibt es durchaus noch mehrere. Und die Beschreibungen für die Toolchains sind sehr simpel.
Das ist, wenn man so will, letztendlich nicht viel mehr als ein Skelett mit einer Auflistung von Bibliotheken, zum Beispiel, die man da mit drin hätte gerne. Mhm. Das heißt, sich eine eigene Toolchain zu bauen, wo zusätzlich Pakete drin sind, üblicherweise Libraries, die man verwendet für die Entwicklung von Software, das ist sehr einfach. Wenn man das einmal angeguckt hat, wie es geht, das Prinzip einmal verstanden hat, das dann angeguckt hat, das geht ziemlich einfach. Was wäre ein Name für so ein komplettes Software Development Paket? Es gibt die Toolchain extra, es gibt vor allem verschiedene spezialisierte. Es gibt mit der Toolchain GPE fällt mir spontan ein, da ist alles drin, was man für GTK GTL braucht. Das sind aber solche Sachen, dafür den ganz groben Überblick Open Battle Verzeichnis bauen. Die Sachen, die sind alle in dem Recipes Verzeichnis und wenn das Paket ist, diese Toolchains, das ist alles Meta Toolchain irgendwas. Die sind einfach in dem Meta-Unterverzeichnis, das heißt, man kann da einfach mit einfachem LS in diesem Unterverzeichnis sich einen Überblick verschaffen, was es gibt. Und im Allgemeinen kann man vom Namen schon ziemlich gut darauf schließen, was der Sinn von dem Ding ist. Kochrezepte. Wichtigsten Ding drin. Wo bekomme ich die Software her? Was für Patches brauche ich? Und wo sind die Patches? Wovon hängt die Software ab? Das sind zum einen erstmal in erster Linie Build-Time-Abhängigkeiten. So, was brauche ich, um die Software überhaupt zu übersetzen? Denn viele Laufzeitabhängigkeiten, dynamisch belegte Libraries, die kann das OpenMobile für sich auflösen. Da hat man als Benutzer üblicherweise überhaupt nichts mit zu tun. Außer in sehr, sehr seltenen Fällen. Aber darum muss man sich üblicherweise echt nicht kümmern. Was man eventuell machen muss, sind von Hand tatsächlich noch Laufzeitabhängigkeiten angeben, wie zum Beispiel welche Ressourcen, wie Grafikdateien oder irgendwelche Daten, die im anderen Paket drin liegen, die das OpenMobile nicht von sich aus auflösen kann. Diese Beschreibung im Ärmel von den Klassenfunktionalität, das schauen wir uns gleich ein kleines Beispiel an, wie das aussehen kann. Und eine Spezialität ist, dass der Dateiname sehr relevant ist, weil in den Dateinamen üblicherweise schon zwei wichtige Informationen drin stehen, die üblicherweise innerhalb von diesen Dateien nicht mehr nochmal separat aufgeführt sind. Das ist der Name und die Version von der Software. Das heißt, wenn ich eine Beschreibung für Firefox 4.5 habe, dann nenne ich die Datei tatsächlich Firefox underline 4.5.bb. Damit weiß OpenMobile, das Ding heißt Firefox und das hat die Version 4.5. Und das ist bis auf eine ähnliche Zahl von Ausnahmen, also zumindest auf der normalen Software, gängige Praxis, das auch wirklich so zu machen. Bei so Sachen wie zum Beispiel die Toolchains, Meta-Paketen und solche Sachen, die haben üblicherweise eine Versionsangabe in der Datei drin. Aber bei üblicher Release-Software, die irgendwo runtergeladen wird, ist das tatsächlich gängige Praxis. Kleines Beispiel, ich habe das mal schon im Stack gehalten, unser Programm heißt Software und liegt auf einem Server, haben wir hier. Genau. Du musst erst den Knubbel, den USB-Stick hinten rausziehen. Ist er noch drin? Genau. Jetzt geht er. Jetzt ist er an. Nee. ist inzwischen Pflicht, ich muss das nicht beschreiben, was es ist. Das ist jetzt Junk aus irgendeinem zufällig gewählten Bitwig-File. Das Ding braucht eine Beschreibung. Sektion dient dazu, nachher um die übersortierten Pakete irgendwie grob in Kategorien einzuteilen. Sollte man mit Bedacht irgendwas Gängiges wählen, das ist bei zum Beispiel, es gibt für die Paketmanager gibt es irgendwie Webfrontend, wo man nachgucken kann, was für Pakete sind vorhanden.
Da kann man die dann schön nach diesen Gruppen sortieren, wenn man sich da irgendwelche sehr merkwürdigen Gruppen ausdenkt, dann landen die möglicherweise irgendwo, wo sie jemand findet. Die Lizenzangabe ist auch Pflicht, da muss etwas stehen. Das ist ein Feld, was ein bisschen vernachlässigt worden ist in letzter Zeit. Zum Beispiel ist es eigentlich gängig, die Lizenzen mit den Versionsbezeichnungen zu verwenden, so hier GPL Version 2. Es gibt da zum Beispiel auch jetzt sehr viele, wo einfach nur GPL drin steht, wo aber aus diesem Feld nicht klar wird, was für eine Version von GPL, wo es sich da handelt. Depends ist einfach eine Liste von Abhängigkeiten. Was muss ich vorher haben, bevor ich anfangen kann, dieses Ding zu bauen? Und diese Inherit-Zeile, hier erben wir von der Autotools-Klasse. Die stellt uns auf magische Weise alles zur Verfügung, was wir zum Cross-Compilieren mit Autotools haben müssen. Und wenn man ein Stück Software hat, das also Autotools nicht in irgendeiner Form wirklich übel verwendet, sondern einfach und gängig verwendet, dann funktioniert auch das. Das ist längst nicht immer so, man kann also mit Autotools auch eine Menge Mist bauen. Aber in vielen Fällen reicht das tatsächlich aus, um etwas mit OpenWLT Cross zu kompilieren. So. Danach muss ich eigentlich nur noch wissen, wo bekomme ich die Software überhaupt her. Hier sieht man die Versionsnummern und Paketnamen werden hier in dem Rezept schon verwendet. Das ist auch sehr üblich. Wenn ich das Ding in die Software umbenannt wird, dann kopiere ich einfach die Datei in einen neuen Namen und es funktioniert auf magische Weise wieder. Und wenn ich die Software auf die nächste Version auf 2.1 aktualisieren möchte, dann kann ich das machen, indem ich die Datei einfach kopiere in einen neuen Namen, wo dann Software-Version 2.1 steht. Und muss die Datei im Grunde nicht nochmal ändern. Noch etwas Magisches, das kommt gleich nochmal im Detail, das ist das File. Das ist, sagen wir, ist eine lokale Datei, die lokal liegt. Allerdings darf man den Pfad zu dieser Datei nicht wirklich als festen, absoluten Pfad ernst nehmen. Das ist ein Teil von einer Open-Embedded-Magie. Oh, was man dann noch braucht, sind die Checksummen von den Source-Paketen. Die kann einem das OpenWLT selbst auch einmal initial generieren. Man kann im OpenWLT sagen, ignoriere bitte die Prüfsumme und wenn ich halt versuche, mal ein neues Stück Software zu übersetzen und habe die noch nicht angegeben, dann sagt das hier, aber trag da bitte diese Zeilen an und dann kann man einfach mit Copy and Paste in die Beschreibung übernehmen und hat seine Prüfsumme, ne? Also die muss man nicht von Hand zusammensuchen. Da lehnt halt das OpenWLT ein bisschen Arbeit ab. Und so dann deine Prüfsumme dann für den Patch, wenn der jetzt taucht hat und Patch oder? Kann ich, muss aber nicht. Ah. Für den Patch muss ich sie nicht haben, für den Patch muss ich sie wirklich haben, möglicherweise haben, wenn sie von Remote kommt. Also ich kann den Patch auch ganz hervorragend über HTTP runterladen. Und dann würde man auch an der Stelle noch ein Checksum haben. Nee, dann würde man die Dinger mit Namen bezeichnen und die ihre Namensreferenz haben. Diese Beschreibungen könnten ziemlich beliebig komplex werden. Also gerade in Bezug auf die verschiedenen Werkzeuge zum Bauen gibt es da sehr viele Varianten, wo man irgendwelche Sachen overriden muss oder eine Routine, die das Paket konfiguriert oder das kompiliert, umschreiben muss oder solche Sachen. Wo man quasi dann eine Funktion aus einer Klasse, die Autos hernimmt, aber die dann nochmal abändern muss und solche Dinge. Das gibt es durchaus. Also es gibt da, was sowas angeht, also gerade was das Cross-Compilieren von Software angeht, gibt es ein paar ziemlich eklige Kandidaten. Kurz eine Frage. Ja. Wenn man für ein Git Repository, würde man da jetzt halt die wahrscheinlich als Source-Rule irgendwas anders hinschreiben, aber die Versionsnummer und so weiter. Das kann man auch machen. Also es gibt Fetcher für verschiedene Versionskontrollsysteme, CVS, SVN, Git und solche Sachen. Da hat man auch die Möglichkeit, die Revision anzugeben, auf die sich das bezieht. Und da würde man tatsächlich dann
die Bezeichnung von der Gitbag-File anders machen, das würde dann, was weiß ich, in die Software aller im Git sein, wo man dann die Version in der Datei nochmal spezifiziert. Das heißt, da würde man dann sagen, das ist dann, was weiß ich, das letzte Release 2.2 plus Git-Revision irgendwas zum Beispiel. Das ist, dafür gibt es auch hinreichend viele Beispiele und quasi de facto Standards, wie es sinnvoll gemacht wird. Ja, was gibt es noch? Overrides. Ja, das ist eine sehr mächtige Sache. Wir können sehr, sehr viele Sachen kontextabhängig festlegen. Das heißt, der Kontext kann heißen, das ist die Architektur, das ist die Distribution, das ist das Gerät, um das es geht. Das kann bei der Architektur, die grobe Architektur sein, also was weiß ich, ARM oder MIPS, oder es kann die tatsächliche der tatsächliche Befehl sein, was weiß ich, ARMv5.TE oder sowas. Sowas kann eine Oberheit sein, ein Kontext sein, in dem wo irgendeine relativ spezifische Konfiguration zulässt. Und das ist hier so ein Beispiel, dass wir die UI für die Sourcen quasi verlängern. Das andere Land Append heißt einfach nur, hängt es unten nochmal an das Bestehende. Und andere Beagleboard, also Beagleboard ist ein Override. Beagleboard ist meine Zielplattform in dem Fall. Das heißt, für das Beagleboard brauche ich noch eine zusätzliche Datei, das ist hier ein Patch. So kann ich bestimmte Geräte berücksichtigen. Also wo zum Beispiel ganz massiv davon Gebrauch gemacht hat, ist zum Beispiel bei den Kernel. Weil ich sehr häufig für ein bestimmtes Gerät als Ausgangspunkt Vanilla-Kernel habe und dann Patch drauf. Oder sogar im Kernel, was weiß ich, Vanilla-Kernel habe, da zum Beispiel einen Overpatch drauf habe und dann nochmal meinen gerätespezifischen Patch unten drauf mit dem Support von meinem Gerät. Das ist in der Hinsicht also ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, von dem sehr häufig Gebrauch gemacht wird, um aus dem Kontext spezielle Situationen zu behandeln, wo ich mit einem sehr einfachen Einzeiler vom Standard abweichen kann und eine Änderung einführen kann, die von einer bestimmten Situation abhängt oder von einem bestimmten Kontext abhängt. Quasi der gleiche Mechanismus steckt in diesem File drin, weil File spezifiziert einfach eine lokale Datei, das heißt eine Datei, die in meinem Open Embedded Tree drin ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier mein Beispiel meine Software hatte, das heißt, ich habe in meinem Recipes-Verzeichnis das Verzeichnis Software, da habe ich Version Software 2.0 drin. So, da habe ich jetzt ein Unterverzeichnis Files oder Files Beagleboard sollte es eigentlich heißen, für den ersten Block gefunden. Das heißt, per Default würde das Rezept bei der Angabe vom File mypatch.patch mit Files-Unterverzeichnis diesen Patch finden, sagen, okay, den nehme ich. Außer, ich habe es mit Beagleboard zu tun. Und das steckt in diesem File-Angabe drin. Wenn es da eine spezielle Datei gibt, die gerätespezifisch oder distributionsspezifisch ist, also sprich, wenn ich da Unterverzeichnis finde mit dem entsprechenden Namen, dann ziehe bitte die vor. Die haben eine vorgegebene Reihenfolge, wer da vorgeht, Distribution oder Gerät und solche Dinge. Und das ist wiederum ein sehr, sehr mächtiger Mechanismus, um Dinge zu suchen. Klassisches Beispiel, genau hier wieder Linux-Kernel. Da habe ich genau die Situation, da habe ich nicht unbedingt noch Patch, sondern da habe ich möglicherweise auch zumindest mal eine Konfigurationsdatei für den Kernel, die ist gerätespezifisch. Das heißt, ich habe da auch ein Unterverzeichnis, wo es wiederum jeweils ein Geräteunterverzeichnis gibt, wo die Konfigurationsdatei drin liegt. Das löst dieses File für mich aus. Und das ist eine Sache, wo sehr, sehr viele Leute, die anfangen, mit etwas zu machen, drüber stolpern. Über diesen Mechanismus, weil wo ist denn die Datei? Die ist doch gar nicht da. Und dann finden sie sich plötzlich im Unterverzeichnis. Oder ist es eine verwendet, die man überhaupt nicht denkt, die verwendet wird. Dafür wird das einfach in der
in einer bestimmten Hierarchiestufe abgearbeitet und die entsprechende Datei rausgepickt. Das heißt, baue ich für irgendwas, was nicht Bibelport heißt, würde dieser Standard-Patch genommen mit dem Files-Unterverzeichnis. Oder ansonsten baue ich für Bibelport, findet dieser spezielle Verwendung. Du sagst, jetzt wird dann Bug gefunden, dass hier die richtige Verwendung Files, Bibelport meinte. Genau. Genau. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das andere funktionieren könnte, aber es sollte auf jeden Fall noch nicht. Das ist. Man kann, um die ganze Sache noch verwirrender zu machen, man kann also zum Beispiel auch diese Unterverzeichnisse nach Software-Revision machen. Was weiß ich, zum Beispiel wäre Files quasi das Default. Etwas spezieller wäre zum Beispiel Unterverzeichnis, das nochmal Software heißt, also nur wie das Paket. Und dann könnte man das auch nochmal versionsabhängig machen. Ist zum Beispiel recht wichtig, wenn man Patches hat, die nur eine Version applyen. Und dann eine andere Version von dem Patch, der eine andere Version abgleicht. Das heißt, dann würde man ein Unterverzeichnis haben, Software minus 2.0, dann ist da ein Patch drin oder irgendwas drin, was nur für die Version 2.0 verwendet wird. Und wenn da ein passender vorhanden ist, wird auch der genommen vor dem, was zum Beispiel in diesem Standardunterverzeichnis Files drin ist. Das ist so, die Einarbeitung von dem ist relativ komplex, aber wenn man sich so ein paar Beispiele mal angeschaut hat, kommt man relativ schnell dahinter, wie es gedacht ist und wie es verwendet wird. Und das ist sehr, sehr mächtig. Damit kann man sehr, sehr viel erreichen. Und das ohne Beschreibungen übermäßig auszudehnen, zu vergrößern, das kann relativ kompakt sein alles. Dadurch, dass man zum Beispiel diese ganzen möglichen Abhängigkeiten, dass die immer außerhalb in den benötigten Heißsystemhierarchien festgelegt werden und man die in der Beschreibung nicht einzeln separat auflisten muss, macht das die Beschreibung für die Pakete sehr schön, sehr einfach lesbar. Wir schneiden das nun mal kurz an. Das ist eine Sache, die Layer. Open Embedded ist erstmal für sich gesehen ein Layer. Was wir machen können, wir können da einen weiteren Layer sozusagen drüber oder drunter legen, je nachdem, wie wir die Prioritäten festlegen, wo, wenn man so will, das Gleiche nochmal drin sein kann, vielleicht veränderter Form oder zusätzliche Beschreibungen. Das heißt, ich kann mir einen Verzeichnisbau machen, den ich aufbaue, wie den von Open Embedded, wo ein Conf-Unterverzeichnis drin ist. Das ist zum Beispiel Conf-Distro und darunter ist meine eigene Distribution beschrieben. Die muss ich nicht im Hauptverzeichnis schön drin haben, sondern das kann ich in eigenen Layer fassen, das kann ich dem OpenEmbedded mitteilen durch eine einfache Konfigurationsdatei, das ist wieder im zweiten Layer verwendet worden und kann die nach Prioritäten und Präferenzen sortieren. Das ist eine Methode, mit der man sehr leicht eine gewisse Kompatibilität machen kann. Das heißt, ich muss mein eigentliches OpenEmbedded nicht verändern, sondern macht man eine Anpassung außerhalb. Das mache ich an Stellen, die vor allem die anderen Leute nicht unbedingt interessieren. Mache ich was ich, ein spezifisches Support-Package für irgendein Gerät, was es eh nicht auf dem Markt gibt. Das ist eine typische kommerzielle Anwendung. Dann kann ich das in so einem Layer machen. Ich bekomme keine Konflikte durch Änderungen, wenn ich mein Open-Embedded vom Server aktualisiere, sondern ich habe separat meine eigenen Spezialitäten und Änderungen in meinem Verzeichnis. Man kann das sogar so machen, dass man zum Beispiel Einzeldateien, die von irgendeiner Softwarebeschreibung verwendet werden, in diesem zweiten Layer drin hat, die dann von OpenEmbedded rausgepickt werden. Zum Beispiel eine Konfiguration für Kernel oder für solche Tools wie Busybox. Die haben eine Konfigurationsdatei, die liegt in dem OpenEmbedded drin. Und von dieser Datei würde ich dann meine eigene Version machen und die an passender Stelle in meinem Layer unterbringen, der eine höhere Priorität hat. Da guckt OpenEmbedded dann zuerst nach, findet die Datei da und benutzt die von da. Vom Aufbau her ist die Idee tatsächlich, dass der Layer quasi die gleiche Verzeichnisstruktur hat wie den OpenEmbedded. Allerdings fängt man da nicht mit einer Kopie von OpenEmbedded an, üblicherweise, sondern da würde man einfach die Dinge unterbringen, die man selbst gerne anders machen will, gerne anders lösen will oder gerne hinzufügen will.
ohne den Anspruch zu haben, die irgendwann mal nach Upstream zu committen. Kann man auch sehr schön als Spielwiese verwenden, wo man einfach irgendwelche böse, gehackten, hässlichen Softwarebeschreibungen drin hat, von denen man zum Beispiel genau weiß, dass sie nur für eine Architektur kompilieren, weil sie irgendwo was weiß ich, die Zielarchitektur hart reinkodieren oder ähnliche Hässlichkeiten, die Upstream keinen Sinn machen würden, die man möglicherweise aber gerade für irgendwelche seine eigene Software oder für ein eigenes Projekt hat gerade braucht. Das ist, so ist dieses Werkzeug gedacht. Es gibt durchaus Tendenzen, das in Open Embedded quasi als Standard einzuführen, dass das gesamte Open Embedded mal in unterschiedliche Layer unterteilt wird, aber die Diskussion geht schon ein bisschen länger und ist jetzt noch nicht passiert. Dass man zum Beispiel ein Layer hat, wo man die grundlegenden Dinge drin hat, die man braucht, um ein laufendes System zu haben, und zum Beispiel ein Layer hat, wo man alles drin hat, was mit X11 zu tun hat, und einen drin hat, wo die was mit Qt Embedded zu tun haben und solche Dinge. Also man könnte solche Layer durchaus auch thematisch organisieren. Das ist ein immer wieder aufkommendes Diskussionsthema. Weil der gesamte Open Embedded Baum ist relativ groß und er ist relativ unübersichtlich. Es ist zwar alles schön sortiert, aber es ist gerade wenn man erstmal damit einsteigt, nicht ganz einfach. Und viele Dateien, viele Daten liefern auch über Fehlerquellen. Das heißt, wenn man dann erstmal mit einem Layer die rudimentär anfangen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendetwas fertig gebaut kriegt, ohne dass es ein Fehler auftritt, deutlich höher. Die BB-Layers kommt, die würde man dann in seinem lokalen Unterverzeichnis, in seinem lokalen Conf-Unterverzeichnis von seinem spezifischen Bild ablegen. Die können wir uns nachher mal anschauen, wie die aussieht. Das ist auch pro Layer eine Zeile, wie diese Sachen quasi nur als Hinweis für das Open Embedded, wo diese Sachen zu finden sind. Ja, ansonsten, das hatte ich schon erwähnt, also diese unterschiedlichen Layer kann man, diese Verwendung von denen kann man sehr, sehr weit ausdehnen und sehr, sehr, sehr spezifisch machen. Zum Beispiel auch gerätespezifisch. Man hat irgendwie eine Handvoll Gadgets, mit denen man arbeitet und tut irgendwie lokalen Änderungen für jedes Gadget in einem Layer. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Frage nach dem SDN-Fetch hatten wir auch schon. Das ist, man kann sich nicht als Softwarebeschreibungen machen, die das direkt aus dem Versionskontrollsystem rausmachen. Das kann man durchaus dann mit gewissen Automatisierungen verbinden, dass immer das der aktuellste, was weiß ich, SVN oder Gitstand aus irgendwas gebaut wird. Das ist vor allem in komplexeren Entwicklungsprojekten recht interessant. Das heißt, wenn man einen kompletten Linux-Support-Stack mit Applikationen und sowas für ein Gerät bauen möchte, was letztendlich nachher geflasht wird, dann kann OpenEmbedded durchaus ein Werkzeug sein, um regelmäßige Builds zu machen von dieser gesamten Software, von dem gesamten aktuellen Stand von der Software, der nachher am Ende von dem Build-Prozess als fertiges, flashbares Image zur Verfügung steht, das dann morgens dann jeder Entwickler auf sein entsprechendes Device flashen kann und wo dann von sämtlichen Entwicklern der aktuelle Softwarestand drauf ist. Das ist durchaus eine Sache, die ich schon im aktiven Einsatz gesehen habe und die sehr, sehr hilfreich ist. Also damit kann man also das gesamte Bauen von einem Software-Stack komplett automatisieren. Man kann das zum Beispiel mit Bitboard machen. Bitboard ist eher allgemeines Werkzeug zum automatisierten Übersetzen von Software, wo man regelmäßige Jobs ansetzen kann, die regelmäßig ausgeführt werden, wo verschiedene Aufgaben ausgeführt werden, wie zum Beispiel ein Git-Tree aktualisieren und danach ein Make auszuführen oder was weiß ich. Das sind Sachen, die kann man mit Bitboard machen. Wird tatsächlich aktiv eingesetzt von Leuten, die Open Embedded verwenden für die verschiedensten Geräte, was die mit Bitboard automatisiert Bits durchlaufen lassen von so einem Komplettsystem. UiStats ist eine Applikation,
Da kann das auch eine Embedded-Information hinsenden. Das wird vor allem dafür verwendet, um zu kontrollieren, ist, ob irgendwo in der Wissensbasis gröbere Fehler drin sind. Das heißt, der Client ist quasi als Klasse in dem Open-Embedded implementiert. Das heißt, da sage ich, die konfiguriere ich und dann sage ich, zu dem Server schickst du die Informationen drin und ich bin der und der Bilder. Und auf dem Server wird aufgelistet, wer hat welche Builds gemacht und waren die erfolgreich. Waren sie nicht erfolgreich, wo ist es fehlgeschlagen und wie sah das Log davon aus. Das heißt, sämtliche Entwickler können da gucken, oh, jetzt in den letzten 3 Tagen sind bei 5 Leuten, hat die mit 10 nicht gebaut. Für was für eine Architektur zum Beispiel haben die gebaut? Und sehen bei den allen 3 die Fehlermeldungen gleich aus. Das heißt, da kann ich hingehen, habe ich als quasi Stelle, wo ich Fehler sammle, kann schauen, okay, in diesem Bereich stimmt irgendetwas nicht, da sind sehr viele Fehler aufgetreten. Da gibt es möglicherweise ein Problem, dass da jemand was eingecheckt hat, was nicht gut war. Oder, was durchaus auch mal auftritt, ein Problem, dass irgendein Stück Software sich zum Beispiel auf einer bestimmten Linux-Distribution nicht übersetzen lässt. Wegen irgendwelchen Defaults, wegen irgendeiner Compiler-Version, die da verwendet wird, oder solche Dinge. Und solche Fehler findet man mit so einer Art von Werkzeug rein. Dann gibt es auch Testlab, das ist auch Open Embedded. Das sammelt Informationen über die Resultate, über die Images. Da kann man solche Dinge machen mit diesen Daten, wie das rausspuckt, die zum Beispiel Größen von Images vergleichen. Ich brauche mal das gleiche Image, jede Nacht, und plötzlich ist mein Image 20 MB größer geworden. Dann kann man die Daten nachanalysieren und schauen, okay, wer ist denn schuld daran? Wo ist denn das passiert? Weil das ist üblicherweise so ein Effekt, der sagt, also so ein Image ist deutlich größer geworden, da stimmt irgendwas nicht. Zum Beispiel, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass irgendwo eine Abhängigkeit nicht korrekt aufgelöst wird und zum Beispiel ein Paket an einer Stelle ein Development-Paket reinzieht, was wiederum als Abhängigkeit 25.000 Development-Pakete hat und schubs zum Image viel, viel größer und ich habe plötzlich lauter Static Libraries und lauter Header-Files auf meinem Zielsystem, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Das sind Dinge, die können mal passieren, ja. Alles schon da gewesen. Ja, aber das nur, um eine Handvoll Dinge erwähnt zu haben, um zu sagen, das gibt's, da ist was da. Die Liste könnte man durchaus noch weiterführen. Naja, Open Internet, wechselt Feld, Fluch und Segen. Das war's von der Seite der Slides, von dem grundlegenden Ding. Das ist natürlich auch schon ein bisschen spät geworden. Ich hatte eigentlich vor kurzem mal einen kleinen Blick in Konfiguration zu werfen und zu schauen, wie das im Ausdruck ein bisschen komplexer ist. Ich glaube, das sparen wir uns jetzt erstmal. Ich würde fast vorstellen, dass ich da die Beispiele dazu einfach an die Slides hänge und nicht ins Wiki stelle. Möglicherweise mit ein paar Kommentaren. Sonst sind wir wahrscheinlich wieder noch nicht fertig. Ich weiß nicht genau, was Michael vorhat, aber also viel. Vorschlag, wenn ich ein Interesse bestehen würde, können wir jetzt morgen einen Mini-Workshop machen. Zwischenschieben oder? Können wir zwischenschieben. Oder vielleicht ein Navi-Board Navi-Board zusammen oder irgendwie. Kann man da jemanden mit Open Level was zu implementieren? Ja, also kann man Profiles. Naja, macht du nur weißt, wenn sie so gut. Ich habe uns wahrscheinlich auch geschätzt. Ja, aber ich bin ein anderer mit. Ja, ich habe noch eine kleine Frage wahrscheinlich noch zu antworten. Die Rolle der Tasks. Die Rolle von den Tasks ist einfach quasi ein Metapaket. Das ist üblicherweise ein leeres Paket, was nur Abhängigkeiten hat. Das ist einfach, um Sachen logisch zu gruppieren. Okay, das sind dann nur Abhängigkeiten. Ja, das kann ich auch dann nachher so, das geht dann durchgängig. Also zum einen, wenn ich zum Beispiel ein Image habe, habe ich möglicherweise ein oder eine Handvoll Tasks,
die das gerne als Abhängigkeit hätte, installiert habe. Mhm. Und letztendlich, was ich auch bekomme, ist ein leeres Paket, was nur Abhängigkeiten hat. Das heißt, dass ich, wenn ich ein installiertes Gerät habe und Zugang zu einem Feed habe, kann ich sagen, was weiß ich, OPKG install Task irgendwas und bekomme dann die sämtliche Abhängigkeiten von diesem Task installiert. Okay. Noch Fragen? Habe ich alle erfolgreich verwirrt? Es ist spät. Wenn es spät ist, in der Hinsicht des Open Reddit als Spätnachmittagsthema eher undankbar, weil es ist wirklich nicht der Welt. Das war jetzt wirklich so eine ganz knappe Zusammenfassung, das hat schon länger gedauert, auch gar nicht geplant. Das könnte man ziemlich weit. Ich weiß ja schon nicht, das ist. Können wir machen, gucken wir, dass wir das angefangen kriegen. Wir sollten es nicht zu früh einplanen, weil ich nicht weiß, ob ich morgen auch so extrem früh loskomme. Aber sollte sich machen lassen. Ich fange nicht an, sobald du nicht da bist. Ja. Apropos morgen, wir hatten überlegt, ob wir eventuell Nikis Vorschlag morgen machen, morgen oder früher. Was natürlich für Leute doof wäre, die jetzt nur heute können. Ist da irgendjemand hier in der Gruppe, der morgen nicht da ist? Heute wahrscheinlich. Und unbedingt den Vortrag schreiben. Dann würde sich das fast anbieten, weil. Genau, dann sind wir alle ganz ausgeruht, machen wir gleich als erstes deinen Vortrag. Ja, wir sind eine relativ kleine Gruppe, aber könnte ich fast so.